Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout-Spaß. Hoffentlich läuft's jetzt. Wir haben gerade verloren, leider. Tragisch. War gegen SSSR, die sind so stark, aber trotzdem war knappe Runde und war ärgerlich, weil das wären wichtige Punkte gewesen, die wir jetzt brauchen. Ich hoffe, wir gewinnen jetzt. Leroni habe ich aufgedeckt. Aber der ist nur vorgefahren zu Base. Mister hat ein Akari genascht. Einer will jetzt, glaube ich, hinten auf die Brücke zu mir. Er ist schon durch unten. Er ist am German gleich. Hero, ich schieß mit drauf. Ich muss den German irgendwie da rausholen. Fuck, 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 fuck. Nein! Oh, Kacke, hä? Nein, und da kommt die Pork, oh Gott. Jetzt bin ich aufgegabelt. Ja, Marsch. Es geht so weit. Nein, und du bist leer. Ah, fuck, man. Ja, hast du gesagt, ja. Ach, so ein Kack. Ich lad nächste Runde auch die. Dann packen wir zwei Helios-Spinnen. Ich muss die Spinne reinholen. Ich nehme jetzt erstmal die Bunny-Spinne. Nee, ich hab die Helios-Spinne gerade nicht dabei. Ich hab nur einen Draco mitgenommen. Hm. Ja, hab ich auch nicht dabei. Ich hab Pani Akari dabei. Nehme ich denn besser? Ich bin damit vom Pork gemacht. Hoffe vom Feuer. Obwohl ich die Hoffe eben das Feuer mich behindert geschossen hat und die Pork mich dann aufgegabelt und getötet hat. Manhunt hat einen Akari gefressen und kriegt auch so ordentlich Schaden. Er kommt aber jetzt hier hoch, ich glaube die Brücke ist nicht mehr safe. Manhunt hat noch einen Akari gefressen. Oh Gott, ich bin runtergefallen, genau von Feuerwerk, Wahnsinn. Oh, ich bin rausgekommen. Nein, nur um Porks abzukriegen, ey. Ich sehe noch ganz gut aus. Ich habe der Pork in der Base auch 2500 Schaden gemacht. Ich fliege jetzt beim German, da ist einer. Der muss sterben. Ja, der German und ich, wenn wir den jetzt schnell tot kriegen, dann sehen wir beide vielleicht noch ein bisschen nach was aus. Der Mister und der Manhunt, die haben schon auf jeden Fall, also der Manhunt zwei Akaris, der Mister auch ein Akari. Mister noch ein Akari, also, ja, und jetzt bin ich auf Distanz und kann den zusammenschießen. Puh. Sehr gut. Wird noch mehr Feuer kommen oder soll ich so bleiben? Es war gut gegen die Porks, ich hab den alle
ziemlich geschwächt. Ja, okay. Gut. Ja, ich weiß nicht, wo sie hinkommen. Die wollen mich holen als Stinkihopper. Ah, wenn ich beim Pluto in der Nähe bin, geht's eigentlich. Der kam immerhin nicht direkt eben. Und außerdem ist die Brücke dann runtergefallen, weil ich den Porks ausgewichen bin. Aber ich kam raus und lebte. Ja. Nur Wangen hier habe ich auch drin, wenn sie nicht irgendwie rausborgen. Ah, schade, ey. Ich dachte, ich treffe den Männer direkt. Kommst du hier vorbei, dass du vorne bist, dann bleib ich hier kurz stehen. Jawohl, Männerhand hat schon mal eine Akari. Ja, ich bin lieber hinter dir. Mister hat auch eine... Nee, Mister hat irgendwie keine Akari gekriegt. Jetzt macht sich einer bereit, der gleich zu uns kommen will. Habt ihr den aufgehalten unter der Brücke? Kill mir den erst, oder? Oh ja. Nein, einer hat sich entschieden, zu mir zu kommen. Jawohl, der ist an die Wand gefahren. Ich habe einen Feuerbug gerade, den musste ich abhängen erst. Ja. Er dürfte aber nicht mehr so gut sein, der Feuerbug. Nein, nein! Jetzt ist die Fork an mir dran zu... Oh Mann, ey. Komm ich hier irgendwie weg? Scheiße. Ah, fuck, Mann, ey. Ja! Er ist noch verreckt. Der Mister hat auf jeden Fall einen Akari geschluckt und ein bisschen Schaden gekriegt, aber... Der ist noch ganz gut, glaube ich. Ah, ist schwierig gegen Pork. Ja. Ja, es kommt nur noch eine geflogen. Jawohl. Ah, super. Ja. Schön. Und du bist schneller als er, glaube ich. Und du hast jede Menge Munition. Action. Ich glaube, der andere ist dann mitgeplatzt, weil er auch in seinem eigenen Feuer stand, als er mich so wild gepusht hat. Jawohl, jetzt ist es sauber. Egal. Assists sind auch gut. Ich ändere nochmal, ich nehme den Breaker nochmal raus. Hier sind zu viele Porks und so unterwegs. Ich stirb da, wenn ich dran bin, und nehme die Helios-Spinne noch rein. Nee, Breaker-Hover ist Dreck. Die sind so scheiße, ich hasse Breaker-Hover, ey. Die fallen viel zu schnell auseinander, die Drecksdinger. Ja, du bist ganz gut gegen Squab, aber du kriegst dann immer vom anderen Squab in den Rücken, weil du musst ja genauso nah ran. Das weiß nicht, fühle ich nicht. Die fliegen sich auch schon, also.
kann man nämlich mit zwei von den Dingen spinnen. Selbst wenn der eine verreckt, hat die andere in der Zeit so viel Damage gemacht, dass zwei Gegner dann auch sterben. Das merkst du schon, wenn du zwei Helios-Spinnen hast. Vor allem, weil German und Pluto Mastodons haben. Da kann man schon einen losmachen. Bei zu vielen Nafeln kann ich immer noch den Pani Akari nehmen, der hält irgendwie erstaunlich viele Skorpionschüsse aus. Aber die ganzen Skorpions, die jetzt noch spielen, die schießen auch nur auf Bewegungsteile irgendwie. Ich hatte immer Angst, dass wenn die Waffen so schnell rausschießen, weil die Punisher ja eher oben drauf sind bei denen, weil die schießen nie auf meine Waffen. Obwohl die doch wissen, dass auch ein verkrüppelter Pani noch gefährlich ist. Bei dem anderen eben habe ich auf der Seite gelegen und der ist gestorben. Also Big Rams sind halt, die können halt einige Leute bauen, gell? Das ist nicht so unbaubar. Und wenn die dann teuer sind, dann fangen die auch an massiv zu bauen dann. Ja. Das ist eigentlich ein guter Preis. Achso. Ja, und eine Bonkins kannst du halt super Markt machen auf jeden Fall. Okay, dann sind wir zurück. Back in the Business über 400. Jetzt muss. Ah, ist es jetzt eher wieder. Ich nehme die Helios-Spinne, da kann ich auch einen Hafer pushen damit. Die platzen schnell mit Helios. Und wenn nicht, lenken so lange ab, dass ihr es mit dem Mastodon runterholt. Ja, nee, Spinne. Hoffe, es gegen Skorpion wird echt schnell entwaffnet. Du machst viel Schaden, aber die gucken halt raus. Spinne ist schon gut. Okay, lass rechts rum durchwatscheln, die stellen sich eher auf die Lange. Ich glaube, es sind immer links auf der Lange, deshalb lass rechts gehen. Ja. Kriegen wir den einen da hinten weg? So, ich muss aber trotzdem um die Ecke, sonst schießen die alle auf mich. Oh, einer ist dran da vorne. Der kriegt jetzt schon vier Mann. Wir kommen von der Seite. Ja, du bist das auch. Dann, die spielen so hässlich Katz und Maus mit uns. Ja, der hat noch alle Porks und drückt mir gerade voll den Damage in meinen Arsch. Ja. Ich habe eine raus, die zwei Scorps verpissen sich hier von mir. Ich gebe den noch.
scheiß Korps, aber diesen Richtung, den ihre Base unterwegs. Eine mittig. Links von hinter dir, Pyro. Die Linksdrehung ist ein bisschen komisch bei der Spinne. Verdammt. Ich nehme doch wieder den Hopper mit dem Hopper. Das hat ja funktioniert. Du kannst Feuer nehmen, Pluto. Feuer müsste gut sein. Ein Pork. Jetzt fast. Okay. Okay, dann versuche ich die Scorps erstmal vom Leib zu halten, dass ich die beschieße. Ja, ja. Warte erst, bis wir im Kampf sind mit ihm. Oder mit den anderen. Ich muss jetzt schnell geglaubt durch. Ich bis davor komme. Jetzt können wir sie in die Zange nehmen. Ich mache kurz die Mastodon tot. Okay. Die Mastodon ist tot, wir kommen jetzt wieder. An der Ecke, der kommt aber bestimmt gleich hinten rum. Upsi, oh Gott. Ja, komm, beweg dich. Ah, das war mein Cloak, ey, fuck. Oh, Kacke, ich brenne. Ach, scheiße. Ausgerechnet nichts mehr als Korps, ey. Gibt's so nett, ey. Ist er das eher? Die sind stark. Schöneres. Also Bessie muss hauptsächlich Firebug, weil es sind so viele. Wir brauchen einen starken Firebug. Und durch den Pluto sein Doppler hat er kein Omomori drin und dann kriegt der mal auf den Sack. Hafe haben wir eigentlich genug. Das war nicht das Problem. Das Problem war eben noch ein Firebug. Gut, KMLT. Ah, Ratcher. Ja, da ist schon mal Futter für den Feuerpack. Ja, sagt es nett, aber schaffen es auch. Ich watschelt vor, lauft mir hinterher, dass ich da nicht umsonst verrecken muss.
Toto und ich bilden die Vorhut. Ja, ja. Doch, doch, ich hör dich. Guck nur, dass du in deinem Blut und mir bleibst. Ich werde mal sehen, wo du hinschießt. Der ist noch zu weit weg. Nee, nee, drücken, drücken. Ja, wo, die sind alle in der Mitte, wenn ich jetzt... Dann warte mal kurz, bis der Krabbe um die Ecke geflogen ist, sonst kriege ich jetzt von allen Feuer ab, wenn ich hier hochgehe. Okay. Oh, jetzt. Jo, ich schieße auf sie. Jetzt muss es abgehen, ich bin dran. Hatcher ist hier vorne. Ich bin im Kampf jetzt erstmal face to face mit der Oh, ich bin gleich weg. Scheiße. Die Helios-Spinne brennt, aber ich bin gestorben, ja. Mussten. Nee, nee, erst die Helios, die muss sterben. Ja, gut. Ja, erst den brennenden. Ja, der andere ist eh weit weg. Wäre sie vielleicht sogar noch abgeflammt, die Munition könnte gerade so... Nein, reicht doch nicht. Jawohl, es ist Feuer. Gut. Stark wäre sie. Dann kann ich auch das Ding nehmen. Ja, ich weiß nicht, ob sie vielleicht... Ich dachte, es kommt jetzt vielleicht ein Dockbild, um Grabber aufzuhalten oder so. Alles gut, das hässliche Ding da. Aber dem hässlichen Ding, der hat Schnellschusskabine, nicht auf die Waffe schießen, die hält super viel aus. Ja, diese Tirsus. Tirsus 1. Nee, nee, warte, nein, dann ist der Bersi alleine in den vier drin und wir sind noch nicht da, das ist Quatsch. Lass erst, wenn die auf mich schießen, dann kann er in Ruhe ranfahren. Das fährt er jetzt in vier Mann rein und kriegt auf den Sack. Und als wir da sind, ist er tot. Und dann jetzt, guck, jetzt bin ich vorne. Jetzt schießen die gleich alle auf mich. Und dann ist okay. Dann kann er sich gemütlich einschnappen. So, ab geht's. Oh, den hast du schön aufgeheizt. Das muss auch, gell, weil ich krieg's auch was von vielen. Ich kämpfe mit der Mastodon jetzt. Ich mach so lange, bis der ein Taschnet ist. So, eine Masto runter. Masto ist leer. Rechts der von mir mit der hässlichen Waffe. Ich bin jetzt aber auch gleich weg, weil die mich hart beschossen haben. Aber die Masto ist ja leer. Jawohl. So, noch den hässlichen tot. Jawohl, der ist jetzt auch leer. Ja. Noch zwei leer. Aber wenn ich mit der Spinne vorne bin, die schießen alle auf mich, dann kann der sie sich jeden holen, den er will. Ich bin so viel Leben. Oh, als erstes ist es ganz tragisch, weil dann sind die dran und dann kriegen die einen Mastodon-Schuss hinten im Arsch und platzen.